Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Warhammer 40.000 Gladius Relics of War auf sehr schwer mit den Necrons. Wir greifen nach wie vor das Astra Militarum an, sichern unsere nördliche Grenze hin zu den Tyranniden, zumindest mit einer kleinen Zahl von Truppen. Ich hoffe, dass die nicht einmal nötig sein werden, denn wenn wir mit den Jungs hier fertig sind, können wir uns vielleicht dann doch nochmal hier um die Tyranniden kümmern. Andere Gegner haben wir bis jetzt auch noch gar nicht so richtig gefunden, ne? Warten wir mal ab, was hier passieren wird. Uiuiui, der Triarch-Stalker hat jetzt hier die Jungs hier gefunden. Sprayt jetzt hier erstmal den ersten gleich schon mal hier weg. Der wollte mich tatsächlich von hinten hier, glaube ich, das hier wegschnappen. Der Lurch, ey. IKI. Unfassbar frecher Verein. Aber alles andere als wild. LOL! Was ist denn da los, ey? Gegen wen kämpft? Wer kämpft denn hier eigentlich alles gegen wen? Ich habe die Übersicht verloren. Ohne Witz, ich habe keine Übersicht mehr. So, wir haben die nächste Stadt hier gefunden. Können sie jetzt hier hart angreifen. Tun das auch. Wahrscheinlich sehr zum Entsetzen der KI. Die jetzt hier tatsächlich damit leben muss, dass wir jetzt hier plötzlich hier vor ihrer Haustür stehen. Ich weiß... Ah, da kann ich sogar schon drauf schießen. Das ist gut. Dieses Gebäude ist schon mal ein bisschen tougher. Wie wir sehen. Ja, wir schicken jetzt einfach mal alle da runterwärts. Den hier halte ich mal ganz kurz mal hier noch aus der Sache raus. Und wir hier, wie gesagt, also das Ding hat schon jetzt gerade eben wirklich einiges gekostet. Wir gehen hier hin. Und da drauf. Den hier kann ich jetzt hier sogar noch da drauf halten. Ja, warum nicht? Hier im Wald stehen bringt ja Deckung. Greife ich hier mal ganz, ganz normal an. Bäm, bäm. Psykers, ey, die können auch mal ein bisschen was abbekommen. Geh mit denen nicht näher ran, als es notwendig ist, weil die halten nicht so viel aus, diese Annihilation Barges. Deutlich weniger, als man meinen sollte. Heilung! Geht wieder nur auf diese blöde Barge. Na, ich will aber mal was anderes heilen. Hallo? Ich möchte was heilen. Danke, Spiel. Und zwar ihn hier. Meinen Destroyer Lord. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Würde mich sehr wurmen, wenn das der Fall wäre. Na komm. Machen wir mal die hier wieder weg, die Tech Priests. Hier kann ich jetzt sogar noch hinterhergehen. Infanterie ist auch für sowas da. Einfach mal irgendwas wegzutanken, ne? Ihr seid jetzt da hingelaufen, ihr könnt euch. Ne, ihr geht da rein. Heilt euch dann da weiter, dann geht nämlich das Heilen schneller. So, nächste Unit-Produktion fertig. Ah, jetzt haben wir die Annihilation Barge fertig. Gut, du kannst dahin gehen. Die bekommt wahrscheinlich auch diesen Buff, oder? Jo, alle bekommen den Buff. Hey, das ist echt cool. Weil da steht eigentlich ursprünglich nur dran, dass sie Infanterie unterstützt, ne? Aber die unterstützt mehr als nur Infanterie. Die unterstützt alle Arten von Einheiten. So, jetzt machen wir hier erstmal einen Zitzelsit raus. Die sollte erstmal jetzt mal pausieren an der Stelle. Die hier allerdings nicht, die dürfen nochmal ein paar Infanteristen bauen. Und dann geht's weiter. Wäre lustig, wenn wir jetzt hier beide Städte gleichzeitig killen könnten, aber ich glaube, das ist nicht drin. Gleichzeitig werden wir nicht schaffen. Holla, die Waldfee. Das hier muss jetzt echt dringend sich zurückziehen. Das ist halt einfach die andere KI. Da haut irgendjemand, ich weiß nicht, wer da drauf haut, aber jemand haut da drauf. Jemand macht's kaputt. Das hier muss jetzt weg. Und du ballerst das jetzt hier in den Nether. So, du gehst jetzt hier wiederum darüber. Dann räumen wir nämlich die da weg. Aha. Ein Lordkommissar. Naja, vor dem muss ich keine Angst haben. Dann. Da greife ich auch noch an. Ich sammle jetzt hier gerade eben schon mal so ein bisschen. Energie hier für den Angriff der Leere. Wobei, der hat schon 3 von 3.
Aber es wäre cool, noch ein bisschen mehr sammeln zu können. Der Kryptek. Ja, ich gehe mal tatsächlich mit ihm dahin. Was ist das hier? Gedankenkontrollskarabäen. Sorge jetzt mal dafür, dass die alle jetzt hier geblendet sind. Kann trotzdem noch angreifen. Nee, geht nicht. Geht das nächste Runde. Okay. Die müssen jetzt hier reinrücken. Geben denen ja eine mit. Die wehren sich nämlich dadurch jetzt hier schlechter. Warte mal, kannst du da hinfahren? Du kannst. Oh, wie geil. Ja, komm, mach die weg. Und wir rücken immer tiefer jetzt hier um diese Stadt hier herum. Nur um sie dann down zu zergen. Ja, das wird eine Weile dauern. Keine Frage, das wird ein bisschen dauern. Eine der besten Funktionen des Spiels ist, dass man die Einheiten alle hier zum Angriff bewegen kann. Kann man theoretisch dann alle nachher gleichzeitig angreifen lassen. Wobei, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will, dass die natürlich erstmal außen rumlaufen. Und man kann sie gleichzeitig bewegen. Und dann, oh, warte, der kann auch noch schießen. Cool. Und also man kann mehrere Befehle gleichzeitig geben, die werden alle gleichzeitig ausgeführt. Das ist mega cool. So viele Spiele, wo das nicht geht. Jetzt auch noch mal ein bisschen Erz. Ich könnte eine Stadt hier bauen. Die Frage ist, ob mir das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Es flüstert, heißt es da. Okay. Ich weiß nicht, was flüstert, aber etwas flüstert. So, wir schalten jetzt ja mal die Waffe auf. Oh. 07. 4, 5. Das ist ein bisschen mehr. Autschi. Da hat gerade eben unser schöner neuer Stalker hier ein bisschen was aufs Fell gebrannt bekommen. Na gut, na gut, na gut. Muss man damit leben. Ich hoffe, dass er nicht drauf geht. Ansonsten müssen wir ihn halt gleich wieder hardcore zurückziehen. So, wir können hier wieder was bauen. Es hat sich hier erledigt, hier momentan weitere Erze zu produzieren. Aber wir könnten das hier noch machen. Dann würden wir noch mehr Erz mit absehbarer Zeit bekommen. Denn wenn ich eine richtig große Armee haben will, brauche ich auch viel Erz. Aua, ja natürlich schießt er auf mich. Das könnte jetzt tatsächlich sein Ende sein, wenn der jetzt noch mit drauf geht. Glück gehabt. Boah, das war aber auch wirklich jetzt knapp. Hier wird immer noch angegriffen. Wer auch immer das ist, coole Sache. Oh, Scheibenkleister. Sind die hier da? So, wir müssen jetzt hier irgendwie an denen vorbei. Okay, hat er wieder ein Level up. Cool. Ich kann ja nochmal irgendwie die Moral senken. Habe ich noch nie so richtig gemacht. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll, wenn ich ehrlich bin. Wir formieren jetzt erstmal alle Units jetzt hier da rein. Und ja, sagen jetzt hier allen viel Spaß beim Draufballern, ne? Derweil können wir hier mal gerade mal schauen. Oh, diese blöden Mistviecher hier. Die Bullgrins sind mega ätzend hier im Weg. Niemand hat sie eingeladen. Na gut. Nee, nirgendwo draufhalten. Ich versuche mal, die Bullgrins hier mal zu debuffen. Kann der Stalker hier hinlaufen? Ich hoffe, er überlebt das. Da oben scheint nichts los zu sein. Ich weiß gar nicht, ob die Tyranniden mit irgendjemand da oben Zoff haben. Wir kriegen das halt einfach nicht mit.
Da kommen sie. Ihr solltet auch reagieren. Ihr habt auch den Job. Gut. 0,8 XP bekommen. Autsch. Scheiß Granate. Ist immer noch so geil, wie die sich... Das ist einer der weirdesten Kämpfe, die ich jemals gesehen habe. Jeder gegen jeden. Aber ich will es kaputt machen, keine Frage. Ich will die XP dafür bekommen. So, wir können jetzt die schnellen Destroyers herstellen. Und müssen uns jetzt hier überlegen... Warte mal. Ich will diesen Triarch-Stalker wieder hochpumpen. So, der ist nämlich jetzt hier wieder am Stissel. Wir können dahin. Das macht 6,9, das ist wenig. Das hier macht das Ding kaputt! Nee, tut's nicht. Fuck! Aber der macht jetzt kaputt. Entschuldigung, ich muss es betonen. Kaputt! Oh, noch ein Städtchen down. Yay! XP! Wunderschöne XP. Wenn der da hingeht, kann der da drauf ballern? Nee, kann er nicht. Aber ich kann den jetzt hier killen. Kann mit denen da drauf ballern. Ich glaube, diese Fraktion ist jetzt kurz vorm Exitus. Das ist die erste Fraktion, die wir dann... Ja, was heißt ihr? Das ist die zweite Fraktion, die wir auslöschen. Aber in beiden Fällen war es halt so ein typischer Fall von mehr Frontenkampf, ne? Aber eigentlich musst du das halt auch so machen. Die taktische Situation abwägen und dann clever angreifen. So wie jetzt hier. Man muss einfach auch mal Situationen, die sich ergeben, ausnutzen. So gewinnt man Schlachten. Und manchmal auch Kriege. Lustig ist, er kann jetzt, glaube ich, gar keine Units mehr produzieren, weil wir ihn halt permanent beschädigen. Und wenn unsere Einheiten draufstehen, auch nicht. Das ist halt wirklich sehr, sehr düster für die KI. So, ist fast schon down. Haben wir noch Einheiten? Wir haben noch den Triarch-Stalker. Der jetzt hier nochmal ein bisschen hier was findet. 2,5, 4,9. Wenn ich das umschalte... Ja, der Groß ist halt eher eine Gefahr, deswegen der gebündelte Strahl, um den Kastellan-Robot hier ein bisschen zu attackieren. Dann kann ich hier auch noch ein bisschen angreifen, weil der sieht ihn jetzt durch den anderen. Du kannst da... Warte mal, was kann... Ach, der kann jetzt hier Trefferpunkte wiederherstellen. Cool! Repariere hier unsere Annihilation Barge. Yay! Ja, jetzt müssen wir langsam aufpassen, ne? Könnte sein, dass jetzt von hier oben ein Sturm hereinbricht. Ihr bleibt hier schön in der Defensivhaltung. Ich denke, ich schicke die sogar noch auch noch hier hoch. Die profitieren zwar nicht von dem Buff, aber man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass dieser Buff jetzt hier quasi das letzte Wort ist, ne? So, hier auch noch... Mehr Einfluss. Wir brauchen ja auch mehr als einfach nur ein bisschen Buffs hier aufs Treffen. Man muss auch mal ein bisschen Raumdeckung betreiben. Hier könnten wir nochmal ordentlich Erz abbauen. Wir sind immer noch beim Thema Erz, ne? Das Thema endet einfach nicht. Hier hätten wir dann noch einen Buff auf die Forschung. Lass uns erstmal das da hier schnappen. Wir hier noch mehr Einheiten produzieren. Ja, indeed, ich möchte das. Oh, halt. Schwere Destroyers werden jetzt hier mal am Start, würde ich sagen. Weil das hier kann ich abbrechen. Ich kann das woanders schneller bauen. Ich kann die hier so viel schneller bauen. Dauert nur 3 statt 7 Turns. So, statt überspringen. Forschung. Den Befehl des Lords, rapider Anstieg. Nein, brauchen wir nicht. So möglich, den Canoptic Spiders nicht feindliche Fahrzeuge zu reparieren. Warum konnte ich das gerade eben? Wenn ich das doch noch gar nicht geforscht habe. Keine Ahnung. Ich möchte, dass es hier Gebäude schneller gebaut wird, deswegen mache ich hier den Sklaven Mastaba.
den bauen wir dann in die Zentren hier der Städte rein. Dann produzieren wir einfach nochmal deutlich schneller grundlegend Gebäude und Gebäudeerweiterungen. So, Freundchen. Der macht hier halt einfach gar nicht mehr viel, ne? Was soll er denn auch noch machen? Ich denke, dass wir dann hier anfangen, hier das hier mal als unser neues Zuhause zu definieren. Wir haben ja noch eine Canoptic Spider. Ist ja noch gar nicht so weit weg von einer weiteren Stadt von uns. Ist also eigentlich ein idealer Punkt. Hier unten scheint auch sehr viel Wasser zu sein, was die Sache für uns noch ein bisschen attraktiver gestaltet. Ach Gott, wie viele Castellan-Robots laufen denn hier rum? Fühlt immer einer mehr, wie man so schön sagt, ne? Ja, komm, der muss jetzt auch mal weg hier. Wir wollen ja mit der einen oder anderen Einheit hier mal durch. Der hat ein Level Up. Und sich jetzt hier auch die Unverwundbarkeitsschadensreduktion. Du kannst jetzt hier hingehen. Beschwörst die Dudes hier mal hoch. Oh, was ist denn das Schönes? 10% mehr Schaden. Gönnung! Das lohnt sich. Das lohnt sich, würde ich mal sagen. Den versuche ich mal hier zu shielden. Auch wenn der wahrscheinlich jetzt drauf geht. Irgendwas ist ja immer. Bin mal gespannt, ob das jetzt schon ausreicht, um das alles hier kaputt zu schlagen. Oder halt auch nicht. Wir beobachten das. Volle Spannung. Ui, jetzt ist nur noch 22 Hitpoints. Nee, also es reicht noch nicht. Nächste Runde wird's fallen. Obwohl der Schaden schon empfindlich ist, den die hier raushauen. Ne? Noch 17. Du musst ja noch kurz wieder reparieren. Ich weiß gar nicht, warum der das schon kann. Verstehe ich wirklich nicht. So, wir sind auf jeden Fall ready, jetzt hier alles abzuwehren, was uns nicht überrollt. Das ist die pessimistische Variante des Optimismus. Haben wir ja nochmal eine wir machen ja keine Annihilation Barge. Das ist ja wirklich nur eine Notfallproduktion von sowas hier. Wir legen das hier schlafen. Und wir können hier wieder gar nichts mehr bauen. Das hier brauchen wir jetzt dringend. Einfach als ewigen festen Bonus. Da kann uns das keiner mehr wegnehmen. Da muss man die Stadt schon zerstören. Und wir machen Plus wieder. Das heißt, wir können definitiv wieder mehr Units haben. Oh, sie kommen. Sie kommen. Und die gehen. Sie gehen hier. Ja, das war's mit ihm. Was, er überlebt's? LOL! Oder auch nicht. Aber immerhin haben die Schilde dafür gesorgt, dass die beiden Castellan-Robots beide Attacken in diese Richtung ausführen mussten. So, hier haben wir jetzt die schweren Destroyers. Coole Teile. Ihr seht hier schwere Gauss-Kanone. Wie viel Schaden machen die? 10,8. Moment, 10,8. Und das Ganze, also jeder von denen hat einen Angriff mal zwei, weil sie ja zwei sind. Panzerungsdurchschlag ist okay, haben gute Genauigkeit, gute Reichweite. Und haben noch den atomaren Desintegrator, erhöht den Schaden. Oh yeah. Okidoki. Jetzt sind die hier erstmal fällig. Das war wichtig. War mir ein Anliegen, dass das hier mal endet mit denen. Du räumst es den ja mal so gut auf, wie es nur geht. Diesen Castellan-Robot loswerden, ey, der nervt. Der wird aber auch, wurde aber auch regelmäßig repariert, ne? Ja, jetzt halt nicht mehr. Jetzt halt nicht mehr. Da ist auch nochmal ordentlich Erz hier. Kein Scherz, da ist Erz. Und jetzt machen wir das Ding endlich kaputt.
Wird's gewesen sein. Jo, und ist damit die Fraktion vernichtet? Sie ist vernichtet! Wir haben die zweite Fraktion, damit ist hier ausgeschaltet. KI Astra Militarum. Hier sehen wir, hier ist wirklich nur Wasser. Das heißt, wir haben hier unten im Süden wahrscheinlich keine weitere Bedrohung, die wir fürchten müssen. Das nehme ich mal als kleines Geschenk hier des Zufalls mal so an. Mal dahin, diese Stadtgebiete mal zu füllen mit Truppen. Falls sie kommen, ne, müssen wir halt hier die gesamten Stadtgebiete gut absichern. Eigentlich sollte ich mich auch mal in diese Richtung ausbreiten, um hier noch mehr Stadtgebiete zu haben. Aber momentan sind wir noch dabei, hier strategisch Units zu produzieren. Beziehungsweise strategisch in Massen. Wir werfen ja Massen einfach nur raus. So, wollen wir noch mehr Erz produzieren? Dann könnten wir noch saumäßig mehr Energie hier holen. Das hier wäre dann auch auf ewig unser. Gönnen wir uns gerade eben mal. Die lassen wir mal pennen. Die hier könnten jetzt auch Destroyer Lords machen, aber wir machen das langsam. Wir bleiben hier bei den normalen Kriegern. Weil wir hier ohnehin nicht besonders schnell produzieren. Wenn ich da jetzt hier Destroyer produzieren würde, dann wären die ja in 5 Folgen noch nicht fertig. Oh Gott. Diese kleinen ekelhaften Scheißviecher. Diese Sporenminen. Angestrahlt. Er steht im Rampenlicht. Oh ja, komm, du kannst von hier schon drauf schießen. Der Destroyer Lord, den hätte ich vielleicht zuerst hinbewegen sollen, weil der hat die Angewohnheit, erstens hart zuzuschlagen, wie wir gerade eben sehen. Und er hat vor allem die nächste Angewohnheit, den Gegner zu debuffen. Und wo sind jetzt eigentlich diese komischen, hässlichen? Wo sind die hin? Da sind sie hin. Die müssen auch weg. Was ist denn das hier? Ach, das ist wieder so Stahlkraut. Okay. Hier haben wir nochmal eine Ladung Stahlkraut. Ich muss hier wahrscheinlich jetzt gerade nicht allzu viel heilen. In der nahen Zukunft. Ja, wir haben unser südliches Problem gelöst. Ich habe keine Ahnung, warum übrigens der uns nie angegriffen hat. Ich glaube, der hat einfach nicht so richtig gewusst, dass wir hier da sind, ne? Astra Militarum hat einfach nicht gerallt, dass seine Vernichtung um die Ecke wohnt. Ansonsten hätte er nämlich zur rechten Zeit vielleicht mal angegriffen. Sind wir mal froh, dass es nicht getan hat. Jetzt hier nochmal kurz gucken. Du bist hier drauf und heilst dich. Warlord geht dahin. Du räumst es hier auf. Du räumst hier auf. Ich will den bloß klar machen, dass das hier keine gute Idee ist, herzukommen. Das muss ihnen klar gemacht werden. Auf das Klarste sozusagen. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich mit dem Wort klar. Hier können wir jetzt wieder ein Gebiet einverleiben. Welches nehmen wir denn dieses Mal? Hier können wir wieder Erz machen. Das ist einfach unsere Erzmine aus der Hölle, meine Damen und Herren. Nochmal ein Triarch-Stalker. Sehr gut. Zug beenden. Wir unterhalten gleich eine wirklich ansehnliche Großstreitmacht. Wenn wir die vereinen, glaube ich, können wir die Tyranniden tatsächlich da oben aus dem Feld werfen. Dann gehört uns der gesamte Westen. Auch. Also, das male ich mir gerne auf meinen Banner. Ja, die Einheit ist jetzt weg. War klar, dass das passiert. Und die sind jetzt auch weg. Dann können die das hier nicht mehr zurückerobern. Das ist halt ein 10% Schadensbuff, der dann halt auf ganz alleine uns gehört. Ach komm, Kryptek, komm, du darfst auch mal was töten. Blöp. Erledigt.
Und diese Prometheum-Anlage ist unser. Will natürlich jetzt wissen, ob hier noch irgendwo was versteckt ist, aber ich glaube nicht. So, die Canoptic-Spider macht sich jetzt auf den Weg. Wir können jetzt die restlichen Truppen wieder Richtung Norden orientieren. Was ein langer Marsch wird. Ihr regeneriert hier. Dann mal regeneriert das Fahrzeug nicht auch von alleine. Ja, tut es. Das heißt, ich muss es gar nicht so unnötig jetzt hier reparieren lassen. Gut, gut, gut. Nächsten Units nach Norden, bitte. Wir wissen noch, hier ist die Feindlinie, ne? Ich guck mal nur, ich hole mir das hier gerade mal wieder zurück. Einfach nur so, weil ich es kann. Kannst noch dahin gehen. Du gehst noch dahin. Du gehst noch dahin. Dahin. Und du gehst dahin. Wir verlagern die gesamte Frontlinie jetzt. Wir haben hier nämlich eine Menge Deckung. Hier haben wir Deckung, da haben wir eine riesige Deckungsanlage. Hier ist offenes Feld, wenn sie kommen, müssen sie auch noch durch diese Stahlgrau. Das heißt, wir können sie an zwei Positionen hier kesseln, wenn wir wollen. Oder zumindest einengen. Die meisten von ihnen sind eher Nahkämpfer. Ich denke, das ist machbar. Ich glaube, ich leibe mir jetzt erstmal die ganzen Gebiete ein, bevor ich da was reinbaue. Ich habe gerade eben keine Notwendigkeit. Nochmal einen weiteren schweren Destroyer. Mhm. Und Sklaven-Mastaba haben wir fertig gebaut. Coolio. Also, das sorgt dafür, dass wir im Grunde mehr Produktionskapazität für Gebäude haben. Schön alle nach Norden orientieren. Die Wälder sind jetzt hier nicht gerade hilfreich. Hier ist nichts. Aber auch gar nichts. Hier wäre noch ein Durchgang, der aber nicht so schlau ist zu nehmen. Weil hier überall das Stahlkraut ist. Okay. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich hier noch irgendetwas von Wert versteckt. Na gut, dann geht's wieder zurück. Wird tendenziell nicht der Fall sein, dass uns hier irgendjemand das wegnimmt. Ach komm, jetzt muss ich hier. Der kann da nicht hoch. Das ist alles Klippe. Bäh. Doof. Aber wir können es nicht ändern. Mhm. Wir haben uns in eine starke Position bezogen. Und haben vor, die hier zu halten. Bringen das hier nochmal. Ich weiß es gerade eben nicht. Ich gehe aber das Risiko jetzt nicht ein, und da ist meine Einheiten jetzt ja sinnlos reinzuwerfen. Muss nicht sein. So, liebes Städtchen, erweitere doch mal deinen Einflussbereich jetzt mal in diese Richtung. Einfach nur so zum Spaß. Mhm. Hier sollten wir demnächst mal was machen, um noch mehr Leute zu bekommen. Das heißt, ich werde jetzt hier dieses Gebiet hier mir noch einverleiben. Denn andere mit Loy werden wir hier nicht bekommen. Und wir können wieder was forschen am Ende der Folge. Quantenschilde würden jetzt hier unsere Annihilation Barges verbessern. Doomsday Arc wäre natürlich auch ein cooles Teil. Schildplatten. Die Tombblades verbessern, Triarch Patrons. Ich mache jetzt erstmal die Quantenschilde, weil von denen haben wir dann doch noch ein bisschen was hier rumstehen. Und damit, liebe Leute, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Es läuft gut, dafür, dass wir sehr schwer spielen. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Seid dabei, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen oben da, ne? Das hilft meinem Kanal.
und freut mich dementsprechend. In dem Sinne, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.